Das sind The Pew Pew Riders. Machen wir mal so. 2D-Grafik Version 1 behalten wir noch bei. Haben ja noch nicht viele Möglichkeiten, anders zu interagieren da. Und schon ein Bug drin. The Pew Pew Riders. Da brauchen wir viel Gameplay. Story Quest brauchen wir dann nicht so wirklich. Engine. Ja, ich weiß. Bin mir gar nicht auch noch gar nicht so ganz sicher, was die Engine, was das beeinflusst. Weil wenn wir jetzt unsere eigene Spiele-Engine entwickeln, dann gucken wir mal. Oh, Bugs, 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 da kommen die Bugs. Gibt ja da den schönen Spruch, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. So, die KI muss gut sein. Weil wir wollen ja ordentliche Gegner. Dialoge brauchen wir da nicht so wirklich. Das Level-Design muss jetzt auch nicht prickelnd sein. Lieber eine richtig schöne KI. Also so stelle ich mir das halt gerade im Kopf vor. Ich hoffe, das Spiel akzeptiert meine Vorstellungen oder weiß, was ich meine. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie was falsch aufgefasst habe. Kann ja auch sein. Branchen-News. Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass sich aufgrund des zunehmenden Angebots an Spielekonsolen auch ein Markt für spezialisierte Spiele entwickeln wird. Einige Spielekonsolen werden bei jüngeren Spielern immer beliebter, während andere auf ältere Zielgruppen ausgerichtet sind. Da immer mehr Entwickler auf den Markt drängen, erwarten wir, dass Entwickler in Zukunft Zielgruppen spezifischere Spiele anbieten werden, um wirklich erfolgreich zu sein. Neue Forschung. Okay, das bezieht sich jetzt auf die Meldung, die wir gerade bekommen haben. Und wir haben die neue Forschung Zielgruppe erhalten. Oh, die Entwicklungsphase 3. Es geht in die spannende Phase. Spielweltdesign. Der Sound muss episch sein. Epischer Sound. Spielweltdesign. Ganze und die Grafik. Komm, scheiß auf die Grafik. Machen wir mal richtig schön. Ich will richtig schön so ein Piu-Piu. Das muss in den Ohren dröhnen. Mit dem Mono. Ne, was hatten wir da? Grundsound. Wahrscheinlich ist das so ein Piu-Piu. Erinnerung Engine. Vergiss nicht, spezial gefertigte Spiele-Engine zu entwickeln. Es wird dein Spiel um einiges verbessern. Du kannst mit dem Aktionsmenü deine eigene spezielle Engine erstellen, sobald du eigene Engine erforscht hast. Okay, das haben wir. Der drängt uns so darauf. Vielleicht sollten wir das dann jetzt als nächstes mal machen. So, 6 Bugs haben wir. Die nehmen wir raus. 3 hier. Und da ist noch ein Bug. Ja, den weg. Da haben wir auch noch einen. Und weg ist er. Kriegen wir. Oh. Nach dem massiven Erfolg von TES-Konsole gehen Gerüchte um, dass auch Vena, okay, wir wissen, glaube ich, auch, wer gemeint ist. Ein anderes japanisches Unternehmen eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen plant. So, dann stellen wir unser Spiel mal fertig. Oh, Double Record hier. Und auch schöne Bonus-Kombi hier wieder. Flup, flup. Ich habe mal gedrückt, dann geht es ein bisschen schneller. So, ja, okay. Ja, sehr interessant. Okay. Ja, wir sind Level 2. Okay. Veröffentlichen wir unser Spiel. Da kommt die Spielewertung. Das ist immer der spannende Moment, ne? Wir haben erste Bewertungen für unser neues Spiel The Pew Pew Riders erhalten. Kritiken für The Pew Pew Riders. Ah, ich mag es, sagt Stargame. Ah, komm, wunderschön in Format Game. Die sind uns gut gewogen. Könnte besser sein, sagt Game Hero. Naja, okay. Gutes Spiel, All Game. Na komm. The Pew Pew Game ist doch gar nicht mal so schlecht. The Pew Pew Riders. Müssen wir gleich erstmal einen Spielebericht wieder drüber erstellen. Jetzt sieht man auch, eine 6,5 haben wir für den bekommen. Na dann, mach mal deinen Bericht. Da, die Verkaufszahlen, Einheiten. Ja, komm hier. 10.000 haben wir schon. Spielebericht. Unsere Analysen nach Verkaufsstart von The Pew Pew Riders ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. UFO und Action ist eine großartige Kombination.
Level-Design scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Okay, da haben wir, glaube ich, nicht so viele Punkte drauf gesetzt. Wir sind ja eher auf den Sound gegangen, deswegen, okay. Merken wir uns fürs nächste Mal. Kriegen wir ja auch angezeigt dann. So, und dann gleich hier forschen. Was können wir denn jetzt hier? Gameplay, Spiele-Tutorial, Mono-Sound. Machen wir erstmal Tutorial. Was haben wir denn? Wie viele haben wir? Ah, oh, es reicht nicht ganz. Vielleicht nehmen wir danach nochmal kurz einen Job an, damit wir ein paar Forschungspunkte bekommen, um dann noch den Mono-Sound mit einzufügen in unsere Spiele-Engine. Branchenneuheiten. Heute hat Vena die jüngsten Gerüchte über eine neue Konsole bestätigt und wird die Master 5 oder Master V ankündigen. Und was? Jetzt bin ich raus. Bestätigt und die ankündigt. Angekündigt. Ja, okay. Das Unternehmen behauptet, dass die Master 5 oder Master V der sehr erfolgreichen TES von Nintendo technisch überlegen sei und plant die Markteinführung der Konsole in den kommenden Monaten. Sorry für den Hassplak gerade, oder? Forschung beendet. Du hast Spiele-Tutorials erfolgreich erforscht. Tutorial. Du hast eben die erste Komponente einer Spiele-Engine erforscht. Wenn du sie in einen deiner Spiele verwenden möchtest, musst du erst eine neue Engine erstellen und die Komponente integrieren. Genau deswegen habe ich das nämlich gerade noch gemacht. So, und dann suchen wir noch einen Auftrag. Vielleicht kriegen wir da nochmal 15 Forschungspunkte zusammen. Ein Spieletest. Hilft dabei, Spiele zu testen. Ah, was war das? Logo-Animation. Erstelle ein Logo für eine Animation für ein existierendes Logo. Und hier, oh, 22.000. Entwerfe ein paar einfache Hintergrundgrafiken für. Das hatten wir ja schon mal, die Hintergrundgrafiken. Dann machen wir mal hier 3 Wochen. 3 Wochen. 24.000, 12.000. Kriegen wir das hin? 12, 13? Nee, das glaube ich zu krass, ne? Der hat aber auch 13. Nee, dann nehmen wir erstmal die Logo-Animation. Gucken, vielleicht kriegen wir ja genug Forschungspunkte dazu. Ein Auftrag erfolgreich. Ah, es war nur ein Forschungspunkt dazu. Genau, was wir wollten. Wir werden 12.000 auf ihr Konto überweisen. Na, okay, die waren glücklich. Na, dann kommen, dann machen wir jetzt erstmal unsere eigene Spiele-Engine. Wo haben wir das? Eigene Engine erstellen, da haben wir es ja. Neue Spiele-Engine erstellen. Überlappt wieder ein kleines bisschen. Jetzt können wir hier auswählen, was wir nehmen. Wir nehmen die 2D-Grafik mit rein. Story Quest, eine lineare Erzählung. Dass man die Spiele speichern kann, nehmen wir auch mit rein. Und das Tutorial kostet dann 120.000. Wer haben wir denn? Ja, okay. Fast die Hälfte unseres Gehalts, unseres Vermögens. Und hier kann man jetzt benennen, die Spiele-Engine. Das sieht man gerade ein bisschen schlecht. Ich nenne sie mal die Tratos 1.0. Ich denke mal, da werden noch ein paar Folgen. Spiele-Engine erstellen. Du erstellst nun deine eigene Spiele-Engine. Wenn die Spiele-Engine fertig ist, kannst du sie bei der Spieleentwicklung verwenden. Da, oh, jetzt muss er aber ran. Oh, dafür kriegen wir auch Forschungspunkte, das ist sehr gut. Spiel wurde vom Markt genommen. The Pew Pew Riders wurde vom Markt genommen. Es wurden 20.496 Einheiten verkauft und 143.507 Umsatz erzielt. Können wir uns ja mal kurz die Spielehistorie angucken? Kosten. Den Profit gucken wir mal an. 79.000. 85.000. 103.000. The One and Only Ring. The One and Only Ring hat sich bis jetzt am besten bei uns verkauft mit einer 6,75. Obwohl der eine bessere Spielewertung hatte, ne? War hier aber. Ja, ist besser angekommen. Fantasy-Abenteuer als apokalyptisch Rollenspiel. Postapokalyptisches Rollenspiel. Na, okay, dann forschen wir mal. Oder
entwickeln hier weiter unsere Engine. 2D-Grafik. Lineare Erzählung sind wir gerade dabei. Mal tipp, 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 tipp. Und da noch eine Notiz mal kurz eben aufschreiben. Ja. Hier, Mülleimer ist auch wieder voll. Die Pizzaschachtel fehlt noch. Ein Energy Drink müsste hier auch noch stehen. Obwohl, die gab es ja damals noch nicht. Vielleicht gab es die da auch schon. Nur nicht bei uns in Deutschland. Wahrscheinlich hätte man sich die mal einfliegen können. So, deine neue Spiele-Engine, die Tratos 1.0, ist fertig. Ist jetzt fertig. Glückwunsch, deine erste Spiele-Engine ist jetzt fertig. Du solltest sie in deinem nächsten Spiel ausprobieren. Das machen wir, aber vorher gucken wir nochmal wegen der Forschung. Habe ich hier noch ein schönes Geschichte, Gefängnis, Film. Oh, ist jetzt irgendwie Werwolf, na? No. Irgendwas müssen wir ja irgendwann mal lernen. Was kann man denn machen? Geschichte, Werwolf. Machen wir mal Werwolf. Soll er mal Werwolf erforschen? Vor allem erforschen, als ob er das jetzt so selber erforscht. Nachrichten. Heute wurde die neue Plattform Master 5 oder Master V von Vena veröffentlicht. Das heißt, wir haben jetzt auch wieder eine neue Option. Forschung beendet. Du hast erfolgreich ein neues Thema erforscht. Werwolf. So, ein neues Spiel entwickeln. Wir müssen am Ball bleiben, damit wir hier schön unser Einkommen weiterbekommen. Nehmen wir mal Werwolf. Was könnte denn ein Werwolf sein? Werwolf ist dann ein Action oder ein Abenteuer? Ein Spiel. Werwolf in der Simulation? Nee. Werwolf-Simulation, das wäre doch mal was. Strategie, auch nicht wirklich. Ich tendiere hier Action und Abenteuer. Wahrscheinlich sogar eher Action, so ein Shooter. So, nee, wählen wir mal eine Plattform. Guck mal, hat nur 27% Marktanteil, 28%. Bringen wir mal einen Action-Shooter für die T. Ach. Hier müssten wir uns wieder eine Lizenz für kaufen. Nee, wollen wir erstmal nicht. Na doch, komm, wir machen mal einen Action-Shooter hier für die TS Werwolf. Achso, und hier jetzt unsere eigene Spiele-Engine. Natürlich die Tratos 1.0. Und das Ganze nennen wir wie folgt. Und zwar. The Beast Inside. Hört sich irgendwie falsch an. The Beast. Lassen wir es einfach mal bei The Beast, dem Werwolf. So, und jetzt können wir hier die V2, Version 2 mit einbauen. Weil wir die ja in unserer Spiele-Engine auch mit drin haben. Ne? Und dann starten wir die Entwicklung. Oh, da haben wir den ersten Bug. Oh, Entwicklungsphase geht schon los. So, und jetzt können wir hier auswählen. Gewählte Features. Lineare Erzählung nehmen wir mal mit rein. Dass wir die Spielstände endlich mal speichern können. Und ein Tutorial soll auch mit dabei sein. So ein Action. Das braucht gutes Gameplay. Ein bisschen Story sollte dabei sein. Die Engine. Erstmal aufs Gameplay. So, oh, da kriegen wir auch schön wieder Forschungspunkte. Zack, zack, zack. Branchenneuheiten. Die vor kurzem veröffentlichte Konsole Master V oder Master 5 von Vena hat den Markt weltweit in Bewegung gebracht. Branchenexperten meinen, dass die Konsole in Nordamerika nicht sehr gut vermarktet wird, in anderen Teilen der Welt jedoch sehr erfolgreich sein wird. Oh, da haben wir den zweiten Bug-Entwicklungsphase. So, jetzt sehen wir schon, das Level-Design wird uns angezeigt. Nicht ganz sicher, aber wir gehen mal da rein. Dialoge. Machen wir mal so. Wollten die KI ein bisschen weniger. Hat jetzt nicht das schönste Design, aber. What soll's?